Hallo liebe Moviepiloten, es ist Sonntag und ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Der Harry Potter Marathon geht weiter. Eve guckt zum ersten Mal alle Harry Potter Filme. Ja, bis dato habe ich es nie getan. Jetzt sind wir mittlerweile schon bei Teil 5 angekommen. Der Orden des Phönix oder auch The Order of the Phoenix. Doch bevor ich loslege, wie immer ein paar Disclaimer. Alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Und wenn ich keinen dieser Filme als den besten Film bezeichne, den ich je gesehen habe, seht mir das bitte nach. Wie gesagt, das ist mein erster Kontakt zu diesem Franchise. Ich bin nicht mit den Büchern groß geworden, ich bin nicht mit den Filmen groß geworden. Ich schaue sie wirklich aus einer sehr objektiven Linse. Deswegen seht mir das bitte nach. Das gleiche gilt für die Art und Weise, wie ich Namen ausspreche. Ich gucke die Filme zum ersten Mal. Manche dieser Namen kann ich mir nicht merken. Deswegen habe ich auch im letzten Video den einen Typen immer nur Rattenmensch genannt oder Rattenmann. Und der Rattenmensch aus dem letzten Teil. Wie heißt der? Ich weiß es nicht mehr. Rattenmensch. Ich wurde aufgeklärt. Wormtail. Wormtail ist der richtige Name. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es kann immer mal wieder passieren, dass ich hier und da Namen vergesse. Bitte, bitte seht mir das nach. Denn all das ist nicht geskriptet. Seid euch dessen bewusst. Ich habe hier kein Skript, ich habe hier keine Notizen. Das ist einfach Freestyle. Und last but not least, hier wird es zu Spoilern kommen, aber wisst ihr was? Wie jedes Mal, ihr kennt diese Reihe so viel besser als ich, deswegen dürften euch Spoiler nicht stören. So, alle Disclaimer wurden disclaimed, legen wir los. Okay, also der Feuerkelch oder auch Goblet of Fire war ja bis dato für mich der spannendste Film der Reihe. Ich weiß, viele haben gesagt Teil 3, oh mein Gott, Teil 3 wird der beste Teil ever. Und ich mag Teil 3, ich finde Teil 3 richtig gut. Aber Teil 4 fand ich echt nochmal ein Stück besser, denn Teil 4 war für mich diese echte Coming-of-Age-Story. Harry Potter musste wirklich erwachsen werden. Es gab so die ersten Tests und die ersten traumatischen Erfahrungen für Harry, fand ich spannend. Und natürlich das Ende, oh mein Gott, das Ende, Voldemort ist zurück. Sind wir mal ehrlich, Voldemort ist der krasseste Tease der Filmgeschichte. In jedem einzelnen Teil spricht man über ihn, manchmal darf man seinen Namen erst gar nicht aussprechen. Aber macht er wirklich viel? Nicht wirklich. Mal klebt er am Hinterkopf, mal ist er ein lebendig gewordenes Tagebuch. Doch jetzt ist er zurück, Baby. Und ich so, ja, bitte nutzt diesen Charakter, zeigt mir den Typen, ich will ihn sehen. Er muss jetzt nicht zwingend viel Tiefe haben, aber wenn er so abscheulich böse ist und diese Rolle einfach rockt, so wie am Ende wie Teil 4, bin ich schon zufrieden, denn die besten Franchises haben nun mal diesen einen Schurken, den man identifizieren kann. Was weiß ich, Marvel hat Thanos, Star Wars hat Darth Vader, genau sowas will ich sehen. Und ja, das bringt mich zu ein paar Problemen, die ich mit diesem Film habe. Doch, fangen wir direkt an. Das Warner Brothers Logo ist wieder eingetunkt in sehr düstere Farben. Ich habe das Gefühl, das Logo wird jedes Mal düster. Und diesmal kommt es aus dem Nebel heraus. Und direkt wissen wir, dass auch diesmal ein neuer Regisseur am Ball ist. Ja, wir haben David Yates. Und so wie ich erfahren habe, ist er für alle nachfolgenden Harry Potter Filme ebenfalls verantwortlich. Das heißt, für Harry Potter und der Halbblutprinz, die beiden letzten Teile und die beiden Spin-Offs. Ich glaube, das sind alles David Yates Filme. Korrigiert mich, falls ich mich irre. Aber ja, erneut, ein ganz anderer Ton, ein ganz anderer Look und das liebe ich tatsächlich. Ich finde es cool, dass so viele unterschiedliche Regisseure am Werk sind, weil dieser neue Look, dieser wechselnde Look, dieser Wandel gibt der Nummer echt so einen frischen Wind jedes Mal. Die Nummer bleibt frisch, die Nummer bleibt interessant und ich bin jedes Mal neugierig zu sehen, was ein neuer Regisseur aus der Sache rausholt. Weshalb ich ein bisschen skeptisch bin, dass David Yates danach am Start geblieben ist, konstant. Ob das positiv oder negativ ist, das werde ich erst herausfinden. Aber mir gefällt definitiv der Look von Teil 5. Direkt fangen wir an mit Harry Potter und er ist noch älter geworden. Wie gesagt, es ist das fünfte Jahr. Harry Potter ist mittlerweile ein richtiger Teenie. Ist er 14 oder 15? Ich gehe davon aus, dass Daniel Radcliffe älter war als 14. Aber ich glaube, in dem Film soll er 14 oder 15 sein. Und wir fangen an mit Dudley. Ja, die Dursleys sind zurück. Und meine Güte. Dudley ist älter geworden, aber ist immer noch ein Arschloch. Ich kann es nicht anders sagen. Jetzt trägt er eine Kette und denkt, er wäre krass. Bist du krass? Nein, du bist nicht krass. Du bist ein krasses Arschloch. Ohne Spaß, dass er Harry sogar beleidigt und provoziert mit dem Tod seiner Mutter. Ich so, wow, das ist ein neues Level
von Scheiße. Meine Fresse. Und ich muss auch sagen, Respekt an Harry, dass er direkt seinen Zauberstab zieht und ihn damit bedroht. Ich so, wow, Harry, das ist nicht heldenhaft, aber ich verstehe dich. Und das mag ich an Harry. Harry ist eine krass menschliche Figur. Wir können ihn immer nachvollziehen. Er sagt nicht, nein, das kann ich nicht bringen, weil das gegen die Regeln ist. Er sagt, nein, du hast gerade erneut einfach wieder auf mir rumgehackt und provozierst mich so krass. Du provozierst mich sogar mit meinem Trauma, denn das fand ich auch gut. Ich war kein großer Fan davon, wie Teil 4 zu Ende ging, habe ich euch ja gesagt. Das Ende auf dem Friedhof, genial. Doch dass man danach einfach gesagt hat, und einen schönen Sommer, tschüss. Ich so, wirklich, ein Kind ist gerade gestorben. Und dieser Film nimmt den Tod von Cedric und macht was draus. Das habe ich auch irgendwie gehofft und es ist der Fall. Harry Potter hat ständig Albträume, er ist traumatisiert, verständlich. Er hat einen Mitschüler und Freund sterben sehen. Und nicht nur sterben sehen, er hat gesehen, wie der ermordet wurde. Und das hat ihn vernarbt, mental. Finde ich wirklich stark. Und dann direkt geht's los. Also das finde ich so cool an Teil 4 und Teil 5. Man wirft einen direkt in die Handlung rein. Man braucht nicht mehr wirklich viel Aufbau, finde ich gut, weil wir sind an einem Punkt angekommen, das brauchen wir alles nicht mehr. Wir kennen die Charaktere, wir kennen die Welt, schmeißt uns ins nächste Abenteuer rein und wir werden es wahrscheinlich genießen. Und das ist hier der Fall. Auf einmal ziehen sich die Wolken zu, überall frieren Bilder ein. Ich so, wow, Dementoren, na, ich habe aufgepasst. Und Teil 3, das war doch damals der Fall. Und ja, Dementoren in der Welt der Menschen greifen Harry und Dudley an. Und Harry rettet Dudley das Leben. Ich so, wieso machst du das? Ja, okay, du bist der Held. Ja, okay, man hätte ihn nicht sterben lassen sollen. Aber krass, Harry rettet ihm das Leben und genau dafür wird er bestraft. Ja, dass er darf nicht zaubern in der Welt der Menschen, obwohl er Dudley nur das Leben retten wollte. Und das Interessante ist, direkt wird er abgeholt von einer ominösen Gruppe, angeführt von Mad-Eye Moody. Erneut, auch hier habe ich leider eine kleine Beschwerde. Mad-Eye Moody ist zurück und ich bin ein großer Fan von Brandon Gleeson. Ich fand, er war super in der Rolle in Teil 4. Doch das war ja gar nicht wirklich Mad-Eye Moody. Das war doch hier. dieser Voldemort-Loyalist. Das heißt, den echten Mad-Eye Moody habe ich noch nicht wirklich kennengelernt. In diesem Film tue ich das auch nicht wirklich. Er hat ein paar Szenen. Das heißt, ich gehe einfach davon aus, dass er sich genauso benehmen wird und die gleichen Charaktereigenschaften hat, wie der Typ, der ihn nachgeahmt hat. Aber das ist nicht das Gleiche. Ich hätte gerne ein paar mehr Szenen mit ihm gehabt, um ihn richtig kennenzulernen. Ist nicht der Fall. Nichtsdestotrotz, Harry Potter wird mitgenommen. Die ganze Crew fliegt auf Besen durch London. Und ich muss auch sagen, hier war das CGI das erste Mal, wenn es so um Besensequenzen geht, nicht wirklich gut. Ich so, wow, in Teil 3 sah das besser aus beim Quidditch-Match. Ich so, aber wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau. Im Gesamten sehen diese Filme klasse aus, die Sets sind klasse, die Kostüme sind nach wie vor klasse. Und auch generell, später im Showdown sieht das CGI echt beeindruckend aus. Aber diese Szene, die hat so ein bisschen herausgestochen. War jetzt nicht fürchterlich, war jetzt nicht irgendwie Henry Cavills Schnurrbart aus Justice League, aber es ist mir aufgefallen. Good for you. Und Harry lernt den Orden des Phönix kennen. Ja, die Weasleys sind schon da, Hermine ist schon da, aber dann sehen wir die tatsächlichen Mitglieder. Mad-Eye Moody, So ein Mädel, das sich verwandeln kann. Manchmal hat sie einen Schnabel und manchmal hat sie eine andere Haarfarbe. Fand ich irgendwie ganz cool, aber so wirklich viel über die erfahren haben wir nicht. Lupin, ist das sein Name? Ist zurück, der Werwolf-Lehrer. Auch hier, Mann, wo war er? Was ist aus ihm geworden? Leider erfahren wir das nicht. Fand ich schade. Es ist so schade, man bringt so viele gute Schauspieler und spannende Charaktere zurück und dann stehen die immer nur rum und machen nicht wirklich was. Und Gary Oldman, Sirius Black, ist endlich zurück. Und Gary Oldman, super. Und ich muss auch sagen, an seinem Outfit, seinem Kostüm und den Haaren erinnert er mich wirklich an seine Rolle aus Bram Stokers Dracula. Er ist einfach ein geborener Dracula. Er ist Dracula, aber einer der Good Guys. Mega cool, mega charmant. Auch diese Vaterfigur für Harry. Doch über Sirius Black spreche ich später nochmal. Denn es soll ja die de facto Vaterfigur für Harry sein. Es war der beste Freund seiner Eltern, zumindest seines Vaters. Und jetzt nimmt er sich dem Jungen an und Harry freut sich und nimmt ihn in den Arm und so weiter und so fort. Doch leider ist diese Beziehung für mich, die wird nicht wirklich erforscht. Und Sirius Black als Charakter wird in der ganzen Reihe nicht wirklich erforscht, was ich sehr schade finde. Ich habe nämlich von sehr vielen Leuten, einer meiner engsten Freunde, der überhaupt darauf gepocht hat, dass ich diese Harry Potter Filme gucke, hat mir gesagt, Teil 4 ist sein Lieblingsbuch und deswegen mag er den Film nicht. Und anscheinend wurde sehr viel rausgeschnitten, gerade was auch Sirius Black anging, denn wir sehen ihn ja einmal am Feuer und das war's dann. Und ich verstehe es langsam, weil dieser Film war die letzte Chance, Sirius Black uns doch als Charakter irgendwie vorzustellen. Und ich finde, das hat der Film leider nicht wirklich gut hinbekommen. Gary Oldman ist klasse in der Rolle, aber mir
fehlt hier sehr der Bezug zu ihm, was sehr schade ist. Und dann geht's ins Ministerium für Witchcraft. Ja, denn Harry Potter muss sich vor einem Gericht verantworten, weil er nun mal gezaubert hat in der Welt der Menschen. Er sagt allen, Leute, das waren Dementoren und Leute, Voldemort ist zurück und niemand glaubt ihm, außer Dumbledore. Ah, Dumbledore ist super. Also, ohne Witz, so viel ich gerade gemeckert habe, wie man andere Charaktere gegen die Wand fährt oder eventuell einfach nicht benutzt. Dumbledore, auf dich ist Verlass. Und diese Beziehung zwischen Harry und ihm ist so toll. Er vertraut ihm immer, er glaubt an den Jungen, er liebt den Jungen. Für mich ist es so, als wenn Obi-Wan im ersten Star Wars nie gestorben wäre und noch Luke begleitet hätte auf seine Abenteuer. So dass sich das eine organische Großvater-Enkel-Sohn-Beziehung aufbaut. Und die finde ich klasse. Letztendlich geht das fünfte Jahr in Hogwarts los und das Ministerium mischt hier ordentlich mit. Denn denen passt das alles nicht. Denen gefallen diese ganzen Gerüchte nicht. Was? Voldemort ist zurück. Der Junge, der lügte. Ja, richtig. Klatschpresse. Die wurde ja schon im letzten Teil so ein bisschen angedeutet. Und diesmal haben die einen Hitpiece gegen Harry, ja. Die sagen, er lügt. Krass, fand ich echt, echt heftig. Und was tun sie? Sie schicken denen einen neuen Defense Teacher against the Dark Arts. Gibt's ja in jedem einzelnen Film. Und diesmal ist es Dolores Umbridge. Wow, direkt vom Ministerium geschickt. Und ich sag's, ohne Witz. Wir haben Voldemort, den Imperator von Harry Potter, und ich hasse ihn nicht so sehr wie sie. Sie ist so ein Mistviech. Unfassbar. Jedes Mal habe ich mir gewünscht, dass ihr jemand gegen den Kopf tritt oder so. Sie ist einfach passiv-aggressiv. Sie foltert diese Kinder sogar mit Zauberei und ritzt per Magie in ihre Hände rein. Ich habe gelogen und so weiter oder ich soll nicht lügen. Unfassbar. Sie stellt dann Regeln auf. Schüler dürfen sich wirklich nicht mehr treffen. Romanzen sind verboten. Sie wird immer härter und immer härter und immer strikter. Und dabei ist sie auch noch so passiv-aggressiv und ihr Lachen. Mann, allein für dieses Lachen hätte ich schon mit Sachen nach ihr geschmissen. Unfassbar. Oh Gott. Ich hatte Flashbacks an meine Schulzeit. Ja, Ich habe da Parallelen gesehen zu jemandem. Oh, nein. Wirklich, wirklich furchtbar. Aber die Schauspielerin ist klasse. Ich meine, sie macht das großartig. Ich sollte sie hassen und ich habe sie gehasst. Das heißt, good job ans Drehbuch und good job an die Schauspielerin. Sie ist absolut fantastisch. Und dieser ganze Plot, ohne Witz, ich stelle ja regelmäßig Vergleiche auf zu anderen Filmen und zu anderen Franchises. Aus irgendeinem Grund, bin ich der Einzige, der das hier gemacht hat, hat mich diese Nummer an Footloose erinnert. Footloose mit Kevin Bacon, irgendjemand? Na, sie verbietet im Grunde genommen den ganzen Spaß. Sagt den Kindern, ihr dürft nicht mehr tanzen. Und Harry Potter ist der Kevin Bacon, der so eine Jugendbewegung anführt und so weiter und so fort, nicht? Bin ich der Einzige? Okay. Ich bin der Einzige. Nichtsdestotrotz, diesen ganzen Plot rund um Harry Potter fand ich geil. Erstens, okay, seine Freunde sind zurück, Hermine und Ron. Und wisst ihr was? Ist mir auch aufgefallen, das erste Mal seit wahrscheinlich Teil 1 sind sie wirklich häufiger zu dritt. Weil in Teil 2 wurde Hermine versteinert, in Teil 3 war Ron verletzt, in Teil 4 war Ron ein Arsch. Und es ist so toll. Ron ist zurück und man sieht es von Sekunde 1. Von Sekunde 1 stellt er sich schützend vor seinen Freund und wenn Malfoy wieder kacke ist, dann sagt er, ja komm, lass meinen Freund in Ruhe und so weiter und so fort. Ich so, ja Mann, Ron, du bist zurück. Ich verzeih dir Teil 4, der Haarschnitt tut dir gut. Vielleicht hat man damit auch so die Arschlochader rausgeschnitten. Superklasse. Echt toll. Das hat mir gefehlt. Und auch einfach die zu dritt zu sehen, wie sie sich gegenseitig aufbauen, weil Harry ist diesmal tatsächlich auf einem Level, wo er manchmal Ron einfach nur anmotzt. Und das tut er, weil er voller Komplex ist, weil er voller Hass auf Voldemort ist und weil er einfach voller Hass und Aggression ist, weil ihm niemand glaubt und weil er mit diesem Trauma klar werden muss, dass Cedric vor seinen Augen umgebracht wurde. Dann kommt wahrscheinlich für mich der beste Aspekt des Films. Ich weiß nicht, wie Leute damit umgehen, aber für mich ist dieser Film die beste Harry Potter Story, also Harry Potter als Charakter, weil noch nie wurde er so gefordert. Umbridge, Dolores Umbridge, bringt unseren Schülern nämlich nur noch Theorie bei und er sagt, sorry, so können wir uns nicht wirklich verteidigen, wir müssen wirklich was lernen und Harry hat recht, denn so funktioniert es auch in der wahren Welt. Theorie bringt dich nur bis zu einem gewissen Grad. Bestes Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist Autofahren. Autofahren muss man üben und Autofahren, man lernt auch nie genug, also man lernt nie aus. Selbst wenn man Autofahrer ist, lernt man noch mehr und Harry sagt, wir brauchen das, weil das im Gegensatz zu Autofahren geht es hier um unsere Verteidigung, denn
Bösewicht ist zurück und niemand glaubt mir. Dass Harry sich diesmal so richtig behaupten muss und der Underdog ist, finde ich klasse. Und er trainiert eine ganze Generation von Schülern. Und wir kennen die alle, das ist so cool. Selbst die Statistenschüler, die wir so aus den Filmen kennen, sind die gleichen Schauspieler. Und Neville, ich habe noch nie über Neville gesprochen. Neville Longbottom, ich glaube, ist sein Name. Weil er in den ersten paar Teilen immer nur so ein Nerd und so ein Comedy-Relief-Charakter war. Aber in dem Teil lernen wir ihn ein bisschen besser kennen. Wir finden daraus, dass seine Eltern umgebracht worden sind von Bellatrix Lestrange. Und das ist die Cousine von Sirius Black, die in Azkaban hockt. Auch eine Loyalistin von Lord Voldemort. Und sie wird aus dem Gefängnis ausgebrochen. Von Voldemort. Und so, wow, okay, also Neville ist auch eine tragische Figur und Harry bringt ihm bei, sich zu verteidigen. Und diese ganze Nummer ist toll. Das ist im Grunde genommen die X-Men trainieren oder auch ein bisschen Cobra Kai. Es ist so ein bisschen diese Standard-Coming-of-Age-Story. Die Kids trainieren wirklich und später, wenn sie in der Realität sind, Schule ist vorbei, Leute. Das ist die Realität. In der Realität können Leute sterben. Ich habe mich da wirklich voll an die X-Men und deren erste Einsätze erinnert. Sehr, 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 sehr geil. Und ja, Harry hat auch immer mehr Visionen. Er sieht, wie der Vater von Ron attackiert wird und es ist auch wirklich passiert, weil er eine Connection zu Voldemort hat. Und das bringt mich zu Snape. Und Snape ist ja für mich generell auch so ein Tease-Charakter. Ich finde ihn klasse. Ich finde ihn wirklich super. Alan Rickman, perfektes Casting. Und auch das Hin und Her zwischen ihm und Umbridge fand ich auch echt cool, echt gelungen. Und ohne Witz, wir wissen ja seit dem letzten Teil, dass Snape trotzdem einer der Good Guys ist. Er ist ein bisschen komisch und er hat einen leichten Hate auf Harry. In diesem Film erfahren wir aber auch, warum. Weil Snape will Harry jetzt beibringen, seine Erinnerungen und seine mentalen Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen. Warum? Weil er gefundenes Fressen für Voldemort ist. Weil Voldemort und er haben eine Connection. Deswegen kann er auch hier und da Besitz von ihm ergreifen. Und genau das will Snape ihm austreiben. Und deswegen bohrt er ein bisschen in seiner Vergangenheit, haut aber immer verbal auf seinen Vater ein. Und dann hat Harry einen Moment, wo er die Vergangenheit von Snape sieht. Und wisst ihr was? Snape wurde gemobbt von Harrys Vater. Ja, Harrys Vater war gar nicht so dieser super Typ und super Held. Ja, er war Teil der Widerstandsbewegung gegen Voldemort. Und generell finde ich es cool, dass wir jetzt die jüngere Generation haben, die den Kampf der alten Generation weiterführen. Doch in der Schule war James Potter, ist das sein Name, James Potter, war ein Arschloch. Er hat Snape immer wieder gemobbt. Ich so, ah, deswegen, doch im Gesamten. Nehmen wir mal Snape und nehmen wir mal Umbridge. Das ist so cool. Das ist so ein kleiner, aber feiner Moment, der mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als sich der Werwolf gezeigt hat in Film 3, hat sich Snape als allererstes, ohne zu zögern, schützend vor die Kinder gestellt. Auch vor Harry. Weil das ist nun mal das, was er tut. Er ist einer der Good Guys, er hat ein gutes Herz. Ganz egal, wie scheiße er wirkt. Umbridge hingegen will ja immer durch ihre passiv-aggressive Art und Weise mitfühlend wirken, was sie aber nicht ist. Und als sie Zentauren sieht, das Erste, was sie macht, sie versteckt sich hinter den Kindern. Und das beschreibt sie einfach nur perfekt. Ich finde es auch sehr geil, dass Hermine ihr da eine Falle stellt, weil sie einfach komplett übertreibt, immer schlimmer wird, immer diktatorischer wird. Sie feuert einen Lehrer nach dem anderen, sie möchte Dumbledore ersetzen. Letztendlich macht sie das sogar und wird die neue Schulleiterin. Sie ist einfach nur die Letzte. Doch mein Problem ist so ein bisschen Voldemort. Erneut, er kommt in diesem Film nicht wirklich vor. Ich so, komm schon, können wir nicht ein bisschen mehr aus ihm rausholen? Ich will jetzt endlich mehr von ihm sehen. Und das bringt mich zum Ende. Denn Harry hat erneut Visionen und diesmal sieht er, dass Sirius Black gefoltert wird. Denn Voldemort braucht etwas. Voldemort braucht etwas, was er damals nicht hatte. Und es gibt so eine Prophezeiung, die ist wie in so einer kleinen Zauberkugel drin. Und Harry macht sich auf mit seinen Freunden, um die zu finden. Das ist ganz cool. Das ist das, was ich meinte. Die X-Men sind das erste Mal draußen auf ihrem ersten Einsatz. Er gibt denen auch so eine ähnliche Speech wie Wolverine. Leute, da draußen können wir sterben. Da draußen ist die Realität. Auch wie es inszeniert ist, echt gruselig. Auf einmal kommen diese ganzen Sadomaso-Leute da von Voldemort in ihren Masken. Natürlich ist auch einer von ihnen Lucius Malfoy. Ekelhafter Kerl, aber ich liebe den Schauspieler, klasse in der Rolle. Und Bellatrix Lestrange, wir sehen sie richtig und sie wird gespielt von Helena Bonham Carter. Verdammt nochmal, erneut sehr geiles Casting und sie rockt die Rolle. Sie rockt die Rolle perfekt. Die Kinder werden hier und da bedrängt. Einer nach dem anderen wird bedroht und kriegt so einen Zauberstab an die Kehle wie ein Messer. Ich so, wow, das ist echt hart. Und zack, Sirius Black rettet den
Tag. Das war wirklich eine sehr geile Szene, weil es dann auch dazu führt, dass ich das erste Mal gesehen habe, wie eine Schlacht aussieht unter Zauberern. Wenn Magie hin und her fliegt, wenn Leute sich wie herum teleportieren und wenn diese unterschiedlichen Strahlen aus den Zauberstäben schießen, sieht ein bisschen aus wie Feuerwerk, aber war wirklich cool inszeniert. Wir haben so lange Tracking-Shots, die alles verfolgen, fand ich sehr geil. Doch dann passiert's. Bellatrix schießt einfach auf ihren Cousin, auf Sirius, und er ist tot. Er ist tot. Ich so, wow, er ist tot. Und Harry leidet. Und Mann, ich wollte nicht derjenige sein, der so ist, aber ich war derjenige, der so ist. Ich so, es ist scheiße, es tut mir leid, aber ich hatte nicht die gewünschte Reaktion, die der Film sich gewünscht hätte. Denn der Film wollte, dass ich jetzt sehr traurig bin. Ich war entsetzt und so nach Motto, wirklich? Jetzt hört ihr schon auf mit ihm? Und ich glaube, das ist das, was mein Kumpel meinte. In den Büchern ist Sirius Black, glaube ich, eine wesentlich spannendere Figur. Er wird wesentlich heftiger ausgearbeitet. Das heißt, wenn er stirbt, fühlt man wirklich diesen fürchterlichen Verlust als Leser, aber auch diesen fürchterlichen Verlust für Harry und man ist traurig. Diesen Effekt hatte ich hier leider nicht. Diesen Effekt war scheiße. Gary Oldman ist schon raus aus dem Franchise? Schade. So viel Potenzial, so viel verschenktes Potenzial. Ich hoffe, ich weiß gar nicht. Ja, es müsste. Gibt es davon einen Extended Cut? Ich weiß es nicht. Aber Gary Oldman hat wesentlich mehr Screentime gebraucht, um diesen Charakter wirklich auszuarbeiten und ihn jetzt schon zu töten. Da kann ich nicht so hart mitfühlen. Da denke ich mir nur jedes Mal, wie schade. Schade drum. Wirklich, wirklich schade drum. Nichtsdestotrotz, Harry ist total am Boden zerstört und möchte sich dann Bellatrix stellen. Er möchte sie umbringen. Und erneut, Voldemort, als ob er noch mehr Imperator-Vergleiche braucht, steht hinter ihm und sagt, do it. Ich so, wirklich? Du hast do it gesagt? Komm schon, der Imperator hat angerufen, er will seinen Spruch zurück. Und dann geht's einfach nur spannend weiter. Voldemort ist kurz davor, Harry zu töten und dann haben wir das Duell. Dumbledore versus Voldemort. Und Leute, das war wirklich gut. Das war Obi-Wan versus Darth Vader oder Obi-Wan versus Imperator, haben wir nie gesehen, aber im Grunde genommen eine derartige Dramatik. Man merkt, es gibt eine Historie, die diese beiden Figuren verbindet. Und Voldemort in einem letzten Akt ergreift auf einmal Kontrolle, ergreift Besitz von Harrys Körper. Und dann haben wir so einen mentalen Krieg, wo Harry ihn auf einmal bemitleidet und sagt, dass, was uns beide unterscheidet, ist ganz, ganz klar. Ich habe Freunde, du nicht. Eigentlich tust du mir leid. Ich so, wow, so klassisch Märchen. Liebe gewinnt. Aber ja, es passt in diese Reihe. Und Voldemort verpisst sich, aber nicht bevor das Ministerium erscheint und ihn sieht. Und sie alle sagen, oh fuck, ihr hattet recht, Voldemort ist zurück. Shit, sorry. Umbridge wird rausgeschmissen, Dumbledore ist wieder Schulleiter und zum Schluss gibt es dann so ein spannendes Gespräch zwischen Harry und Dumbledore. Es stellt sich nämlich heraus, dass es eine Prophezeiung gibt und zwar einer der beiden, also entweder muss Harry Voldemort killen oder Voldemort muss Harry killen. Einer der beiden muss den anderen umbringen, das sagt die Prophezeiung aus. Ich so, ah, spannend, also das war mir klar, dass die beiden sich irgendwann duellieren müssten. Ich meine, das ist so ein bisschen offensichtlich, jeder einzelne Film spielt darauf an, aber ja, es ist schön, es nochmal schwarz auf weiß zu haben und so eine epische Prophezeiung zu haben, die uns das schon mal verspricht. Die Szene erneut zwischen Dumbledore und Harry, sehr schön, und am Ende des Films sagt Harry im Grunde genommen zu Ron und Hermine, ja, der Kampf wird kommen und wir müssen bereit sein. Boom, das Ende. Im Gesamten finde ich diesen Film wirklich gut. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsfilm ist. Ich weiß nicht, wo ich ihn einordnen würde. Es gibt Sachen, die ich mag. Es gibt Sachen, die ich nicht so mag. Ich finde es schade, dass wir so viele tolle Charaktere haben und nicht so viel aus ihnen machen. Ob Sirius Black, ob Mad-Eye Moody, ob Werwolf-Mensch. Ich mag diese Figuren alle sehr gerne und ich habe mich wirklich gefreut, sie alle wiederzusehen. Doch man hat nicht viel aus ihnen gemacht und jetzt ist Sirius schon tot. Ich sollte traurig sein. Ich bin aber aus den falschen Gründen traurig. Bin ich traurig, weil wir einen geliebten Charakter verloren haben, der einen Arc hatte und jetzt ist er weg, sondern ich bin traurig, weil, ich habe den nicht wirklich kennengelernt. Und das ist das falsche traurig. So sollte ich mich nicht fühlen. Ähnlich fühle ich gegenüber Mad-Eye Moody. Doch die Stärken, die kann man nicht leugnen. Bellatrix Lestrange, super Schurken. Generell diese ganze horrorähnliche Szene, wenn die Kids auf einmal belagert werden vom Sadomaso-Club von Voldemort. Echt heftig, wirklich
echt heftig. Ich mochte Harry in diesem Film am meisten. Die Reihe heißt Harry Potter und das war sein Film. In diesem Film musste er wirklich erwachsen werden. In diesem Film musste er der Kevin Bacon sein. Das Tolle ist, alle waren gegen ihn. Er wusste, dass Voldemort da draußen ist und er musste sich eigentlich auf diesen Kampf vorbereiten. Aber gleichzeitig hat das Ministerium auch noch gegen ihn agiert. Das heißt, er hatte noch zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt mit Umbridge zu tun. Und das hat dieser Film echt gut gemacht. Snape kriegt eine ganz neue Dimension durch seine Flashbacks. Ron und Hermine waren diesmal wirklich wieder diese würdigen Charaktere und diese würdige Freundschaft zwischen den dreien. Die Chemie zwischen den dreien ist einfach nur fantastisch. Und Voldemort, wenn er zu sehen ist, klasse. Aber auch Dumbledore hat ein paar sehr, sehr, sehr starke Momente. Alles in allem fand ich diesen Film trotzdem gut. Ich weiß nicht, wo ich ihn ranken würde gerade. Ich fand ihn definitiv gut. Ich fand es ein bisschen schade, dass Voldemort erneut zu kurz kam. Ich so, komm schon, das ist Film Nummer 5. Und er ist endlich zurück. Macht was aus ihm. Gibt ihm, was weiß ich, seine eigenen Szenen. Beispiel, Empire Strikes Back. Wir schneiden immer zu Vader. Wie geht Vader mit seinen Untertanen um? Was macht er so? Wie fühlt er sich? Was sind seine Ambitionen? Und was ist seine Strategie? Das sehen wir immer bei Vader. Bei Voldemort, ich habe das Gefühl, er kriegt immer nur das Ende von jedem Film. Und dann ist es das. Das finde ich echt schade, weil Ralph Fiennes ist so gut in der Rolle. Ich meine, komm schon, er hat den Spaß seines Lebens, dieses Grinsen mit dieser Nicht-Nase. Fantastische Kombo. Doch, ich hatte durchaus meinen Spaß mit dem Film. Ich bin jetzt sehr gespannt, weil wir haben jetzt nicht das zweiteilige Finale. Für mich fühlt sich das so an, als könnte jetzt das zweiteilige Finale kommen. Aber da ist noch ein Film dazwischen, der Halbblutprinz. Und ich bin sehr gespannt, was dieser Film mir noch erklären möchte, bevor es losgeht. Kriegen wir jetzt endlich die Backstory von Voldemort? Das würde ich befürworten. Doch ansonsten wäre ich jetzt auch bereit für das große, spektakuläre Finale, denn wir haben jetzt sozusagen diese Linie im Sand gezogen. Wir wissen, so sehen die Fronten aus. Let's go. Aber das ist nicht der Fall. Wir haben noch einen Film dazwischen und auf den bin ich auch gespannt. Deswegen frage ich euch, Harry Potter 5 oder auch Der Orden des Phönix, wie steht ihr zum Film? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.